Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und ich begrüße euch eigentlich heute mal zu einem besonderen Video, denn es gibt mal wieder ein Vlog. Gab's ja lang mal nicht aus meinem Kanal und das hat echt einen besonderen Grund, der sich gerade hier befindet, wo ich mich gerade schon befindet, und zwar in Los Angeles. Großes, verdammt großes Dankeschön geht raus an die Leute von Activision, an das deutsche Team, an insgesamt die Leute von Activision, die mich hier eingeladen haben. Also es wird wirklich alles bezahlt, Flug und so weiter, wurde bezahlt von Activision und so weiter, damit ich eben neuen Content in Black Ops 4 anspielen kann. Das jetzt mal nebenbei gesagt, auch ein Danke geht natürlich auch raus an Kevin und an Dennis, weil es gab da ein bisschen Komplikationen, denn eigentlich wäre Dennis nämlich danach hingeflogen, aber leider hat das nicht geklappt bei ihm, weil es eben Komplikationen gab. Und deswegen trotzdem an die beiden Dankeschön, denn da um die beiden wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht geklappt, dass ich hier bin. Ich wollte eigentlich diese Anmoderation schon machen, während ich eigentlich in Düsseldorf bin. Aber das alles, das seht ihr jetzt gleich erstmal. Ich habe ein bisschen Sachen gefilmt, habe ein bisschen was zusammengeschnitten. Also viel Spaß damit. Let's go. Bin ich jetzt auch hier. Nee, ich bin jetzt mittlerweile endlich angekommen in Los Angeles, in der Stadt der Engel. War eine lange Reise, ich glaube 5 Stunden Autofahrt nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Frankfurt, Flug eine Stunde und dann nochmal 12 Stunden jetzt bis nach Los Angeles. Aber jetzt bin ich endlich hier und ja, jetzt will ich euch kurz mal das Zimmer zeigen. Ihr seht es hier schon ein bisschen so im Hintergrund. Auf jeden Fall hier Fernseher, ne? Eine kleine Couch ist noch ganz da, großes Bett auf jeden Fall, genügend Platz. Da ist dann auch das Bad, sieht auch ganz nice aus. Ich habe erstmal fast den Spiegel hier runtergehauen, das war auch wieder Genius. Die Dusche habe ich auch fast ruiniert. Das einzige komische nur, ich habe keinen Plan, wie hier warmes Wasser funktioniert oder ob es überhaupt warmes Wasser hier gibt, aber ja, wäre schon warm Dusche. Das ist mein Hotelzimmer. Ja, was soll ich sagen, ne? Lange Reise. Es ist jetzt gerade hier bei uns in Los Angeles gerade 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr, ich habe schnell noch geduscht und ich werde mich jetzt gleich aufmachen zum Santa Monica Pier, dort wo das kleine Freizeitpark ist, und mir das Ganze nochmal anschauen, weil jetzt habe ich die Zeit noch, denn morgen ist das Event am Dienstag und Donnerstag weiß ich nicht, ob ich da hinschauen will, sondern vielleicht mal nach Hollywood schauen will, wenn das Ganze klappt, weil da habe ich noch bis zur Abreise auch ein bisschen Zeit. Deswegen gehen wir jetzt zum Pier und dann nehme ich euch da nochmal mit. Viel Spaß mit den Aufnahmen und wir hören uns.
Guten Morgen aus L.A. Es ist gerade hier der zweite Tag angebrochen. Es ist 7 Uhr. Ich bin eigentlich recht fit. Ja, ich bin jetzt gerade hier auf der Terrasse hier. Ihr seht es auch hier gerade hinten. Dort ist auch direkt der Pool, was ziemlich nice ist. Und hier irgendwo dort hinten geht jetzt irgendwann demnächst die Sonne auf hier. Ziemlich nice auf jeden Fall hier die ganze Aussicht. Da vorne, wenn man dort entlang geht, kommt man eigentlich in 300 Meter direkt zum Santa Monica Pier, wo ihr auch die ganzen Bilder schon gesehen habt. Ihr werdet wahrscheinlich auch gesehen haben, dass ich jetzt auch gestern nicht mehr wirklich was gesagt habe, sondern nur ein paar Sachen zusammengeschnitten habe und gefilmt habe. Ist bis jetzt ziemlich alles überwältigend für mich, muss ich sagen, weil es ist einfach kein Vergleich zu Deutschland und es ist irgendwie wie komplett was anderes. Also irgendwie auch die ganze Einstellung hier und wie alles hier abläuft. Aber ziemlich geil zu erleben. Heute ist der Event-Tag. Heute geht es für mich zum Studio von Twerk. Ich bin da wirklich sehr aufgeregt. Es ist, wie gesagt, erst 7 Uhr. Um 10.45 Uhr ist Abfahrt hier unten beim Hotel. Und dann geht es Richtung Twerk-Studio. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen was anschauen. Aber ansonsten nehme ich euch natürlich heute wieder mit. Je nachdem, wie viel ich vloggen werde, werdet ihr das Twerk-Studio sehen. Und ob ich wieder, je nachdem, mehr oder weniger rede, das seht ihr natürlich dann auch wieder. Also dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem zweiten Tag von mir in Los Angeles. Ja, und hier bin ich auch wieder back. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, die ich mir eigentlich jetzt gerade selbst stellen muss, an welcher Stelle ihr eigentlich gerade im Video seid. Denn ich bin mir gerade nicht mehr selber sicher, was ich noch alles gefilmt habe oder was ich nicht gefilmt habe. Weil die Tage dann doch ein bisschen stressiger waren und ich eigentlich kaum zum Film gekommen bin. Aber deswegen werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen, denn ich bin jetzt gerade eigentlich schon am Flughafen. Ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund und auch hier vorne. Sieht man da die Flugzeuge? Und ja, ich werde euch vielleicht noch ein bisschen kurz was erzählen, was eigentlich jetzt vorgefallen ist, was passiert ist und so weiter. Ich meine, das meiste so videomäßig, das habe ich ja zusammengeschnitten. Davon gehe ich ja zumindest jetzt mal aus. Auf jeden Fall, wir waren gestern bei Twerk beim Eventtag und ich muss sagen, war extrem geil. Es war eine große Ehre für mich, überhaupt hierher zu kommen. Ihr habt es am Anfang ja schon erfahren. Es war ein bisschen glücklich, dass ich hier bin, aber umso mehr freut es mich eigentlich, dass ich hier bin. Die Sache ist auch, dass ich als einziger Deutscher hier war. Ich meine, es waren ein Franzose auch dabei, ein Italiener war zum Beispiel dabei. Aus England waren ziemlich viele Leute da und auch dann die Los Angeles Dudes oder auch die aus den Vereinigten Staaten, die kamen dann auch am nächsten Tag dazu, aber die hatten einen Tag später erst ihren Eventtag. Ich glaube, heute oder morgen ist das Ganze bei denen. Auf jeden Fall, ja, wir waren bei Twerk. Da waren auch, wir waren zu sechs, glaube ich. Es war Mr. Dalek JD dabei, es war Codename Pisa dabei, es war Dame in That Game dabei, es war eben der italienische Dude mit dabei und auch der französische Dude, der war mit dabei. Und wir wurden halt hingefahren vom Hotel aus, sind zu Twerk gekommen, haben dort Ellie getroffen. Das ist auch so eine nette Dame von dem Activision-Team. Danach wurden wir eben in den Raum eingeführt und haben dort eben Jason und Craig Houston wieder getroffen. Ich dann, Jason ist das zweite Mal in meinem Leben. Ich dachte echt in Berlin, ich würde ihn nie wiedersehen, aber ja, er hat sich auch an mich erinnert, was ich schon mal ziemlich cool fand. Auf jeden Fall, das war schon mal dann die erste Sache. Und dann hieß es wirklich so, dass wir eine Studiotour machen durch das Studio von Twerk. Ihr habt vielleicht die Aufnahmen, ich weiß nicht, ob ich die jetzt vorher zeigen werde oder nachher zeigen werde oder vielleicht während ich gerade rede. Ich glaube, vielleicht, ja, währenddessen ist gleich eigentlich, glaube ich, ganz cool. Denn auf jeden Fall durften wir dort ein bisschen rumlaufen und Jason Blundell und Craig Houston hat uns wirklich das komplette Studio gezeigt bei Twerk. Also nicht komplett das ganze Studio, ich meine, es gibt geheime Bereiche auch, in denen wir nicht hin durften. Aber wir durften schon wirklich eigentlich so gut wie alles anschauen. Und es war wirklich so geil zu erfahren, wie das Ganze so ist, wie so ein Spiel eigentlich gemacht wird, was es für Bereiche gibt. Ich meine, es gibt verschiedene Bereiche dort bei Twerk. Und das ist schon mal eine wirklich interessante Sache und sie haben uns das Ganze ein bisschen erzählt, ist so genau ins Detail will und darf ich auch nicht gehen, aber es war wirklich so, dass uns gezeigt wurde, dass hinter einem Spiel, hinter einer Entwicklung von einem Spiel schon sehr, sehr viel mehr steckt, als nur man entwickelt das Ganze, schreibt einen Code und bringt das Ganze raus. Nee, da steckt wirklich noch sehr viel mehr Arbeit dahinter, die man so als Spieler eigentlich gar nicht wirklich sieht. Und das war eigentlich mal so richtig interessant, das Ganze kennenzulernen gestern. Und auch mit Craig und Justin und die ganzen Leute wirklich bei Twerk, ich muss sagen, verdammt nett. Also Jason Blundell sowieso, er liebt seinen Job, er liebt das, was er macht, er liebt den Zombie-Modus, das ist so wie sein eigenes Kind. Und das hat er auch wieder gestern unter Beweis gestellt, was extrem geil war und was eine ziemlich nice Erfahrung auf jeden Fall war. Es war wieder schön, ihn kennenzulernen, zu treffen, auch Craig Houston oder auch die anderen Leute bei Twerk. Zum Beispiel auch den
Herrn, der zuständig ist, ich weiß leider gerade nicht mehr seinen Namen, der eben für den Sound zuständig ist. Er hat ein bisschen erzählt, wie er zum Beispiel die ganzen Sounds gemacht hat. Das Ganze nennt man ja in der Filmsprache Foley, soweit ich mich das richtig erinnert habe. Und wirklich, wirklich, jeder hat erzählt, was er tat und was er gemacht hat und wie er das macht. Und es war mega interessant. Also das war zum Beispiel der eine Teil von dem gestrigen Tag, dass wir wirklich mal durch das Track-Studio durchgelaufen sind und ein bisschen was erfahren haben, was eigentlich dahinter steckt, hinter so einem Spiel, wie das entsteht. Und ja, als nächstes war dann angesagt, dass wir wirklich dann auch erstmal das Zeug sehen konnten zu DLC Nummer 2, Ancient Evil, und zwar einen Trailer. Es gab dieses Mal wirklich einen Trailer, den ihr vielleicht ja jetzt mittlerweile schon gesehen habt. Und es gab auch eine Intro-Cutscene zu sehen. Und ja, danach durften wir dann auch endlich mal das Ganze anspielen. Ich muss sagen, finde ich ziemlich nice, die Karte. Und ja, Karte war ziemlich cool, muss ich sagen. Ging ziemlich schnell vorbei. Ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir gespielt. Und dann war das Ganze eigentlich schon wieder fast vorbei. Denn dann war das Event rum. Und am Abend war es noch so, dass wir uns wirklich mit den ganzen anderen YouTubern getroffen haben. Und dann halt nochmal essen gegangen sind mit Ellie, mit Marc. Marc ist einer von der PR-Agentur, auch ein extrem netter Typ, mit dem ich mich viel unterhalten habe. Auf jeden Fall waren wir dann noch essen, mit den ganzen anderen YouTubern auch, die jetzt dann erst morgen ihren Eventtag haben. Und war mega lustig, wir sind dann auch ein bisschen noch trinken gegangen, aber es war ein cooler Abend gestern. Und ich bin dann wirklich aufgestanden am nächsten Morgen, ich meine, wir waren bis 2 wach. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und bin nach Hollywood gegangen, weil ich wollte das auf jeden Fall noch sehen, weil ich wusste halt nicht, ob ich jemals wirklich nochmal nach Los Angeles kommen werde. Und da habe ich mir gedacht, Walk of Fame, den will ich auf jeden Fall anschauen. Hatte zwar jetzt nur 4 Stunden Schlaf, aber ich musste dorthin gehen. Hatte zwar auch leider nur 1 Stunde Zeit, um das Ganze anzuschauen. Und was war eigentlich die traurigste Geschichte überhaupt? Ich wollte so in and out gehen, wenn ich schon mal in Amerika bin. Und genau um die Uhrzeit in der Früh, wo ich dort war, hat er noch nicht offen gehabt. Und dann musste er eigentlich schon wieder weiter, weil ich eben um 1 Uhr jetzt dann von meinem Hotel abgeholt worden bin von dem Vater und jetzt hierher gefahren wurde zum Airport hier in Los Angeles. Man kann zwar sagen, stressige 3 Tage mit wenig Schlaf, mit viel Laufen, weil ich bin, glaube ich, 30 Kilometer oder mehr gelaufen oder sogar fast 40 Kilometer in den 3 Tagen, weil ich halt ein bisschen was von Los Angeles sehen wollte, Santa Monica, Venice Beach und auch jetzt eben von Hollywood. Und es waren stressige Tage, aber extrem geile Tage, die ich auf gar keinen Fall missen will. Wie gesagt, nochmal großes Dank geht raus an Activision, an das Team bei Activision und nochmal an Kevin und an Dennis. Aber ich hoffe natürlich, falls jetzt nichts mehr kommt, dass euch der Vlog gefallen hat und vielleicht gibt es sowas irgendwann mal wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Reaper.